So, dies ist mein kleines Handy-Minecraft-Testvideo, um euch Minecraft vielleicht ein bisschen näher zu bringen. So, erstmal mache ich hier den Sound relativ leise, weil es kommt, glaube ich, ein bisschen laut sonst rüber. Video-Settings mache ich, damit das nicht so leckt, mache ich mal jetzt Render-Distanz auf normal. So, genau, dann ist hier hinten zwar ein bisschen neblig, aber er baut noch hier einzeln auf. So, jedenfalls Minecraft. So, man hat hier einfach nur so ein paar Blöcke. Man kann hier einfach alles mal kaputt hauen. Zack, so ein Erdklumpen geht halt schneller kaputt und man kann hier einfach auch Erde stapeln, wie man das will. Hier so dran bauen. Zack, zack. Na, kann auch hier runterfallen. Wenn es höher ist, tut es unter Umständen natürlich weh. So, Sinn und Zweck dieses Spiels gibt es nicht. Man kann einfach irgendwas machen. Und wichtig ist halt, man kann auch viel konstruieren. Zum Beispiel diese Zäune. Diese Bäume haben wieder was Spezielles. Ja, das ist zum Beispiel mein Häuschen, was ich hier gebaut habe. Dieser Bereich, der so, ja, ein bisschen verstärkt ist mit Mauerwerk, ist mein Lagerraum. So, die Türen gehen automatisch offen. Wenn man hier auf diese Platte geht, mit leichter Verzögerung, damit man rechtzeitig reingeht. Ja, Truhen gibt es hier in dem Spiel, wo man alle möglichen Gegenstände lagern kann, die man so hat. Jetzt hat man hier auch schon meine Figur gesehen. Hier kann man den Helm geben und sowas. Hier kann man craften. Simpelste, was man am Anfang macht, ist Holz hacken. Dann hat man hier Wood anstatt so einen Lehmklumpen hier. Na, ich zeig das mal. So, den würde man dann hacken. Dauert schon länger, wie man sieht. So, hat man Holz. Ein Holzblock. Fängt man an, nimmt so einen Holzblock, tut den einfach nur hier hin, kriegt man vier Wooden Planks. Das sind die. Dann macht man weiter. Vier Stück davon geben so ein Crafting Table. Dieser Crafting Table ist das hier. Damit hat man eine größere Fläche und kann viel mehr machen. Zum Beispiel, wenn man Stöcke hat, kann man eine Pickaxe mit Cobblestones machen. Stone Pickaxe. Man kann das Ganze auch aus Eisen machen. Eisen Pickaxe. Dann kann man so auch ein Schwert herstellen. Sieht ne, jetzt nicht so nach einem Schwert aus. Ups, ich wollte das jetzt gar nicht haben. Egal. Ja, und jetzt könnte ich damit, ich kann damit auch das hier ernten, aber es dauert halt voll lange. Ja. So. Weiter geht's. Hier ist mal so ein Lagerraum von mir. Ja. Mit so netten Sachen. Hier sind zum Beispiel Diamanthelme und Schaufeln und Axt. Also wie diese Stone Axe. Ist natürlich schon wesentlich besser. Huch. So, was kann man hier noch machen, außer Sachen bauen? Man kann natürlich mit den Materialien Häuser bauen. Jetzt wird es gerade dunkel. Dann kommt auch noch eine Spezialität von Minecraft. Bevor es dunkel ist, zeige ich euch noch einmal dieses elektrische System, was diese Tür hier auf und zu. Jetzt habe ich sogar noch direkt kaputt gemacht. Und zwar gibt es sogenanntes Redstone. Und das platziert man. Ja. Oder halt so Kabel. Und dann kann man hier alles verkabeln und machen. Jetzt habe ich nur ein Problem, weil ich hier nicht hochkomme. Ohne da alles wieder kaputt zu machen. Dann müssen wir das so umständlich machen. Zack. So, alles wieder zu. Man kann auch hier im Wasser schwimmen natürlich und hier Getreide ernten und so weiter. Da sind schon die Monster, die kommen in der Nacht und in Dunkelheit. Jetzt zeige ich euch, bevor ich euch das zeige, noch. Hier ist übrigens so ein Mechanismus, wo ich die Tür konstant offen lassen kann. Im Schalter geht es nur ganz kurz. So. Hier sind noch allerlei Maschinen. Hier sind Solarpanels. Die saugen Solarenergie auf, damit kann man Maschinen betreiben.
die zum Beispiel Erze verdoppeln und so weiter, um mal so ein Gefühl für das Crafting zu bekommen. Gibt es so ein Crafting-Book als Addon, dann hat man hier 3100 Rezepte. Hier sieht man schon so ungefähr, was möglich ist. Man kann alles aus allem Scheiß machen. Und noch viel mehr. Ha. Hier ganz viele halbe und kleine Blöcke und was nicht alles. Also die Möglichkeiten sind echt Hammer. Ja, ganz viele technische Sachen, Bohrer und so, damit das alles schneller geht. Es gibt so einen automatischen Bohrer, allerdings nur per Modifikation. Das Spiel ist praktisch ohne Grenze. Jetzt wollen wir aber mal kurz auf die Jagd gehen. Die Welten werden immer neu generiert, wenn man möchte. Also per Zufall. Die sind so groß und riesig, hier kann man stundenlang rumgehen. Man findet kein Ende. So, hier ist zum Beispiel ein Riesenloch, ein Canyon, direkt an mein Haus. Da unten sind auch schon Bogenschützen. Da fallen sie schon runter. Die sind ganz schön böse. So, ich werde jetzt mal gucken, dass wir wenigstens noch einmal da runterkommen. Hab zwar jetzt nicht das beste Equipment dafür, um da runter zu gehen, aber egal. So, hier kann man nämlich auch allerlei Erze abbauen, was sehr wichtig ist für die ganzen Sachen, die man bauen kann. Hier mit dieser Diamant-Pickaxe geht das hier ratzfatz alles, zack, zack. So, hier ist mein Bohrer, mein automatischer. Ah, da ist er stehen geblieben. Mehr Rohre hatte ich noch nicht. Na, man muss also nicht manuell graben. So, jetzt gucke ich mal, dass ich hier ein bisschen in mein Labyrinth komme, wo ich überall gebuddelt habe. Hier ist der Weg nach ganz unten. Ich weiß das gar nicht mehr so genau alles. Oh, yo. Es gibt auch hier so kleine Dungeon-Räume, wo Schatzkisten sind. Die habe ich jetzt schon mit Schrott von mir aufgefüllt. Monster-Spawner, wenn ich hier die Lichter wegnehmen würde, würden hier Monster kommen. Immer wieder kann man sozusagen eine Falle einrichten, dass man die Monster farmt, weil die geben auch nur spezielle Sachen, die man zum Bauen braucht. So, hier unten wird es schon ein bisschen unheimlicher und dunkler. Hier habe ich auch noch gar keine Fackeln gesetzt. Das heißt, ich war hier auch noch nicht. Deswegen gucke ich hier auch hoch. Erstmal ganz vorsichtig. Lava. Ganz gefährlich. Ja. Und da ist ein Zombie. Es gibt halt auch richtige Dungeons hier unten, die besser als so eine Höhle aufgemacht sind halt. Richtig mit Spinnenweben und was nicht alles. Ups. Jetzt haben wir nämlich ein Riesenproblem. Weil ich nicht weiß, wie ich da hochkomme. Wir haben ja genug Dreck mit. Oh, das Blaue ist geil. Das muss ich mir merken. Hoch. Schnell mal hochbauen. das ist nämlich zu gefährlich hier ohne Essen und so sollte man schon mithaben. Um die Leben wieder aufzufüllen, wenn mal doch was passiert. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier wieder hochkomme. Hier. So. Ja, das erstmal als kleiner Ersteindruck von Minecraft. Upsala, das war auch nicht gut. Ja, das Aussehen kann man verändern mit, ich zeige euch das mal eben. Man kann hier Mods und Texture Packs aktivieren. Zum Beispiel kann man hier auch so ein Halloween. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch. Das macht mich schon ein bisschen stutzig. ja, gut. So, hat er. Die Texturen sind pixeliger. Also man kann das in verschiedenen Auflösungen, diese Texture Packs, runterladen. Je nachdem, diese niedrig aufgelösten gefallen dem einen oder anderen besser. Das Original Minecraft hat halt 16x16 Texturen, sieht ziemlich hässlich aus wie dieses. Gut, aber dafür läuft es dann so auch auf kleinen Rechnern und es macht auch so Spaß an der Oberfläche, wenn wir da jetzt mal wären. Ach, ich kann ja cheaten, fällt mir gerade ein.
TP Spawn war das, glaube ich, der Befehl. Okay. Port Spawn. Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist natürlich gut, wenn man das vergisst. WP Spawn war das. Na, auch nicht. Krass. Man kann natürlich hier Help eingeben. Ich habe hier ein paar Sachen installiert. Mal gucken, ob ich das jetzt so gerade finde. Jump war es nicht. Ja, fuck. Oh. Tele. Telespawn. So. Telehome. Ja. Man munkelt noch, wie es richtig war. Dann, bevor wir hier genug Zeit verschwenden. Oh, das ist. Jetzt ist die Axt kaputt gegangen. Die Dinger halten nämlich nicht unendlich lange. Das Wasser ist grün. Das ist jetzt so ein Halloween-Texture-Pack. Hat mir jetzt im ersten Moment ein bisschen Angst gemacht. So. Ist natürlich auch schwierig, sich jetzt bei der anderen Grafik zurechtzufinden. Aber ich weiß, wo wir lang müssen. Da ist das Bohrloch gewesen. So. Da die Tür. Und jetzt verliere ich schon Leben. Weil meine Hungerleiste hier unten ist abgelaufen. Jetzt sinken meine Leben. Je nach Schwierigkeit bleibt das bei Hälfte stehen oder jetzt in dem Fall glaube ich und hoffe ich bei einem halben Leben. Ja, jetzt Regeneffekte gibt es auch. Sieht jetzt alles natürlich ein bisschen anders aus als vorher. So. Das war erstmal so das zu Minecraft. Ich hoffe, es war gut und ciao. Ach so, jetzt habe ich kurz was gegessen. Ich wollte nur ein bisschen mit euch Bau nehmen. Wenigstens so ein kleines Häuschen, sag ich mal. Ich habe jetzt hier Giftnahrung gerade zu mir genommen. Zombiefleisch von dem, den ich vorhin getötet hatte. Und ich guck mal, ob wir uns hier sicher bewegen können. Na gut, von so einem See abgeschnitten. Ich habe das Texture Pack eben geändert. Oh, diese Zombie-Bogenschützen, die vernichten uns auf jeden Fall direkt. So, was kann man machen? Man kann in der Option auf friedlich stellen jederzeit im Singleplayer. Man könnte die Skelettviecher, die Bogenschützen sind natürlich gefährlich, die zu besiegen ist ohne Lebensverlust sehr schwierig und ich würde fast sagen, muss schon eine glückliche Situation sein. So, wir haben allerdings hier überall Kuchen im Haus. Kann man sich einfach hoch ein bisschen bedienen. So, und jetzt sind die Leben fast wieder, die Nahrungsanzeige fast voll. Fast voll ist sehr schlecht, weil jetzt steigen meine Leben nämlich nicht. Jetzt gucken wir mal hier. Unten erweiterte Baustoffe, oben Pflanzen und Nahrung. Was haben wir drin? Zwei Brote. Das reicht definitiv. So, verputzt und jetzt müssten jetzt die langen, jetzt müssten sich langsam die Leben auffüllen. Tun eben das Schwert noch hier ins Inventar und erklären den Skelettbogenschützen, wenn sie noch da sind, hier den Krieg. Denn es ist normalerweise so, dass die Monster auch, wenn die Sonne wieder aufgeht, verbrennen. Da aber jetzt nicht gerade sonnig ist. Mal gucken, ob wir den. Ah, gut ausgewichen, sage ich dazu. Huch. Oh. Ah, da hat er mich wieder erwischt. Das ist ganz schlecht. Zwei Leben. Ah. Da kam der Fall. Jawohl. So, da kriegt man natürlich auch Erfahrungspunkte zu. In dieser Minecraft-Version spielen die noch nicht wirklich eine Rolle. Also ich baue hier mal so ziemlich fix. Zack, zack, zack. Huch. Was vergessen. Fenster und so kann man immer hinterher noch einbauen. Ich habe mir jetzt hier vorgestellt, so einen kleinen,
Also im Prinzip wollte ich, dass das ein erhöhtes Haus ist, dass man hier mit einer Treppe hier reingeht, dass das der Boden ist. Oh, zack, 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 zack. Und da gehen uns die Steine aus. Wir haben noch ein paar hier drin. Können wir also noch weitermachen. So, der war ganz schlecht. Fehler kann man auch wieder beheben, wie gesagt. So, dann gibt es natürlich noch besondere Konstruktionen hier, so ein Gerüst. Finde ich, echt fett. Na? Kann man jedenfalls einfach hier so hochklettern und geht so schnell wie direkt kaputt zu kloppen. Das ist eine Alternative, sonst baut man halt, wenn man hier die Reihe hochzieht, nur immer höher, baut man natürlich irgendwann, kommt man hier nicht mehr hoch zum Weiterbauen. So, das war's erstmal. Ciao!